Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, das ist wieder eine Spendenfolge, zumindest zu 95%. Die anderen 5% ist das, was wir hier sehen. Ich habe mir ein Display Maximum Crisis gekauft und möchte euch hier alle Holos, die ich gezogen habe, vorstellen und meine Lieblings-Commons bezogen aufs Aussehen, nicht auf den Wert. Ich weiß nicht, welche Commons da ein bisschen was wert sind. Wahrscheinlich die Shortprints. Ich weiß aber auch nicht, was die Shortprints sind. Und am Ende des Videos gebe ich natürlich bekannt, wer jetzt bei der letzten Bindervorstellung des Buches der Asen richtig genug geschätzt hat, um die Karte zu gewinnen, beziehungsweise am nächsten dran war. So, wir starten natürlich mit den Commons, die ich am besten fand, rein optisch. Das ist einmal der Pavianbrotbaum. Den gibt es ja auch als Super Rare aus irgendeiner Special Edition. Ich finde den mega cool eigentlich, das ist eine richtig witzige Idee. Ist auch eine Karte, die nicht so random aussieht. Die bleibt wirklich im Kopf und ich habe davon ein Playset gezogen. Coolerweise. Das ist so mein persönlicher Platz 3 der Commons. Dann haben wir hier einmal Geisterfleisch, der macht den Platz 2. Das ist einfach auch eine urwitzige Karte. Eine Normal Pendel Monster Karte und ich muss sagen, sieht gut aus. Also ich muss sagen, ich kann Pendel optisch immer mehr akzeptieren. Ich finde sie immer cooler eigentlich und ja, gibt es eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich finde halt einfach, dass die Idee lustig ist und auch die Beschreibung hier, der Geist des Weihnachtsessens. Ja, so einen Geist würde ich auch gerne mal sehen, den würde ich direkt verputzen. So. Und zu guter Letzt, meine Lieblingskammern, wer hätte es gedacht, Milder Truthahn. Das ist einfach so eine witzige Karte und das Artwork sieht auch irgendwie total lustig aus. Das ist halt einfach zu geil. Kriegt man glatt Hunger, wenn man das sieht. Und allein schon die Beschreibung, der Geschmack des Sieges würde ich überwältigen. Einfach zu lustig. Genau, den habe ich sogar viermal gezogen. Ich habe jetzt hier nur drei natürlich, damit es auch gut aufgeht. Und jetzt können wir loslegen mit den Holos, die ich gezogen habe. Natürlich super rare aufsteigend. Wir haben einmal gezogen den Spirinal Schläfer. Den habe ich auch schon ein paar Mal gespendet bekommen. Ebenso wie den Metallon, irgendwas mit römischen Zahlen, der wahre Dracho-Streiter. Ein ziemlich overdesigntes Monster, finde ich. Also, das sieht für mich aus wie eine wilde Ansammlung von Farben. Boah, es ist nicht unbedingt hässlich, aber es ist, wie gesagt, das ist einfach too much. Dann haben wir Zephrath. Den haben wir auch schon ein paar Mal in Super. Und auch in Ultimate aus Japan, das sieht natürlich mega cool aus. Ist eine recht coole Pendulum-Karte und erinnert mich so von der Idee her, von der optischen, so ein bisschen an den Light and Darkness Dragon. Die eine Hälfte weiß, die andere schwarz. Sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Den haben wir, glaube ich, nur einmal gezogen. Oder zweimal. Vielleicht habe ich einfach bloß schlecht gemischt oder schlecht sortiert. Dann haben wir Pendulum Mucho. Das ist auch eine relativ witzige Karte, finde ich. Dann haben wir Oberster König Tor 0. Die haben wir ebenfalls nur einmal gezogen. Und das ist jetzt die häufigste Super, die wir gezogen haben. Oberster König Tor Unendlichkeit. Den haben wir sage und schreibe viermal rausbekommen. Ja, in jedem Pack eine Super Rare. Da ist irgendwie so das Erfolgsgefühl, wenn man eine Super Rare zieht, so gleich null. gut. Als nächstes haben wir Märchenschweif Mond. Auch die haben wir schon gespendet bekommen. Und das ist eigentlich eine relativ witzige Super Rare. Ja, aber jetzt nichts, was mich optisch so vom Hocker hauen würde, sage ich mal. Aber die kann man schon mal ziehen. Ja, habe ich auch zweimal bekommen. Dann, die Karte habe ich noch gar nicht gehabt vorher. Das ist Lyrikliedervogel. Lyrikliedervogel. Unabhängige Nachtigall. Die sieht eigentlich auch ganz cool aus. Eine schicke Fusionskarte. Haben wir hier zweimal bekommen. Weiter geht's mit Lyrikliedvogel Versammelte Nachtigall. Das ist jetzt die Xyz-Karte. Die habe ich, glaube ich, als Playset gezogen. Dann natürlich die beliebteste Super Rare aus dem Set, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist Unterterror Unterwäldlerin. Sieht auch echt cool aus. Ich finde die Unterterror-Monster im Allgemeinen teilweise echt wirklich overdesigned, aber die hier sieht echt gut aus. Die haben wir zweimal gezogen. Und dann kommen wir auch schon zu den Zodiac-Karten. Und die meisten Zodiac-Karten, so auch aus den anderen Sätzen, ja relativ teuer. Deswegen dachte ich mir, juhu, eine Zodiac-Karte.
Und jetzt geht es ja halt doch nur in Euro, ne? Naja, wie gesagt, preistechnisch habe ich hier richtig schlecht gezogen. Also das ist wahrscheinlich das Schlechteste. Also hätte ich das als Opening gemacht, das wäre wahrscheinlich das schlechteste Opening überhaupt geworden. Auf jeden Fall Zodiac Chaka 9, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Werttechnisch allerdings eher unter die Schublade. So, das ist jetzt meine Lieblings-Ultra-Rare, die ich gezogen habe, rein optisch. Das ist Mariamne, der wahre Drachophönix. Das sind ja diese Drachenkönig-Karten, zumindest vom Flügeldesign her könnte es passen. Sieht extrem geil aus. Also ich mag die Karte wirklich gern. Die schaut echt super aus. Ist ja auch nichts wert, aber die hätte ich von mir aus auch 20 Mal ziehen können. Das wäre kein Problem gewesen. Dann habe ich gezogen Zünderhitze, der wahre Drachokrieger. Sieht auch ganz nett aus. Ist eine Karte, die auch im Kopf bleiben könnte. Also, ja, könnte sogar mit viel Fantasie als Oldschool-Karte durchgehen. Das Monster ist schön groß gezeichnet. Der Hintergrund stiehlt ihm nicht die Show. Einfach perfekt. Und dann haben wir noch Majestät Mädchen, die wahre Drachowirkerin. Sieht auch ganz cool aus. Die erinnert mich vom Zeichenstil an diese Monster aus der GX-Zeit. Oh Gott, ich weiß die Namen nicht mehr. Die hatten so einen ganz besonderen Zeichenstil. Ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Und wenn nicht, na, dann kann ich auch nicht mehr helfen. So, jetzt kommen wir zu den Secrets. Da habe ich zwei Stück gezogen. Einmal Nie in den Albtraum. Das ist, glaube ich, die teuerste Karte mit 8,50 € wert gewesen, die ich gezogen habe. War jetzt nicht so meine Wunschkarte, aber gut, früher oder später brauche ich sie sowieso, also was soll's. Und zu guter Letzt eine Karte, die ich eigentlich schon ziehen wollte, optisch gesehen, aber sie ist halt nur 3,50 € wert oder so. Und das ist der oberste König Z-Arc. Ich finde die Karte optisch einfach Bombe, einfach gigantisch. Ich kriege die auch aus Japan in Ghost und Ultimate Rare noch. Aber wie gesagt, so vom Wert her, muss ich sagen, habe ich da richtig in den Haufen Dünnpfiff gelangt. Ich schätze das Ganze maximal mit den ganzen Comments dazu auf 20 € Gesamtwert, wenn überhaupt. Das ist schon sehr großzügig. Und ja, das ist das, was ich aus meinem Display rausgeholt habe. Ist echt selten, dass ich mir mal ein Display gönne, wie ihr wisst. Normalerweise kann ich mir sowas nicht leisten, aber ich habe von meiner Tante ein bisschen Geld geschenkt bekommen. Weil ich ja jetzt am Mittwoch Geburtstag habe und sie halt keine Zeit hat. Ist eine sehr beschäftigte Frau. Und weiter geht's mit der Spende vom Erik Hübner, dessen YouTube-Kanal und dessen eBay-Account auch wieder in der Videobeschreibung verlinkt sind. Der hat mir eine Karte, nee, das war gar nicht Erik, der hat mir zwei Karten für meinen 5Ds-Binder, den ich euch dann vorgestellt habe, besorgt. Und war natürlich auch ein paar Bonuskarten dabei, diesmal natürlich nicht so besonders wie sonst, weil die Sendung halt wirklich kleiner und eigentlich nichts wert war. Und zwar auch aus dem Astral-Pack. Ein paar Super Rares, da haben wir hier dreimal edle Waffen. Afoy Dutür, wenn das ausgesprochen wird. Müsste als Playset gekommen sein, ja. Und dann eben Janice Light Swarmander auf Englisch. Genau. Die kommt aus dem Astral-Pack 5. Das Schwert aus dem Astral-Pack 2. So, weiter geht's mit der Spende vom lieben Eduard. Der hat mir die Preiskarte besorgt. Oder die, was heißt Preiskarte? Die Preiskarte, die halt verlost wird. Oder voll verlost wurde. Und da waren auch noch ein paar Sachen dabei. Zum Beispiel hier Mitsuki aus dem japanischen Duelist-Saga. Und wie ich schon mal erwähnt habe, der Unterschied zwischen dem deutschen Duelist-Saga und dem japanischen ist eben, dass diese Streifen hier über die ganze Karte gehen bei den japanischen, bei den deutschen nur übers Bild. Und die Beschichtung obendrauf auf den Karten, das ist so eine ganz, ganz glatte Beschichtung. Das ist wie bei den Parallel Rare Karten aus der Hobby League. Richtig nice. Deswegen unterscheide ich auch zwischen japanischem Duelist Pack und dem deutschen oder europäischen. Duelist Pack, sag ich, Duelist Saga. Und dann haben wir Windstorm auf Itaqua, meine Lieblingsversion dieser Karte, nämlich die Prismatic Secret Rare Version. Auch wenn sie nichts wert ist. Dann haben wir Austausch heißt die Karte, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. In Gold Rare. Muss ich gucken, ob es die auch auf Deutsch in Gold Rare gibt. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Dann haben wir die Seelenleine. Und dann haben wir nochmal das Tor 0 und das Tor Unendlichkeit. Nur eben in Rare. In Japan sind das Rare-Karten gewesen. Und das war die Spende vom lieben Eduard. Und jetzt kommen wir eigentlich zur Hauptspende. Und zwar vom lieben Philipp, glaube ich. Heißt der Philipp?
Der hat uns hier einen richtig krassen Stapel zukommen lassen. Der hat sich eine Megatin 2016 gekauft und hat uns da wirklich eigentlich, glaube ich, alles, was da drin war, hat uns zukommen lassen. Und was da drin war, das zeige ich euch jetzt. Einmal war Fusionsberufung als Rare dabei. Dann Dino-Nebel Petran. Künstlerkumpel Helferprinzessin oder Helfprinzessin. Dann haben wir den Schrottwurm, allerdings kommt der aus Storm of Ragnarok, nicht aus Dettin. Genauso wie die Dedicree, die kommt aus Storm of Neos. Dann hier eine optisch richtig coole Karte, das Geisterschiff aus Generation Force. Tunabwehr aus der Legendary Collection. Und dann geht es natürlich gleich mit der Money Card los. Nämlich, wir haben gespendet bekommen einen feierlichen Schlag. Geht ja ungefähr noch so 14, 15 Euro aus dem Megapack. Erste Auflage Deutsch. Unser erstes Exemplar. Richtig, richtig geile Karte. Freut mich auch wahnsinnig, dass Evans die einfach so gegeben hat. Also vielen, vielen, vielen Dank. Das war auch noch nicht alles. Es kommt noch eine andere relativ wertvolle Karte. Das freut mich, ja, also echt geil, ohne Witz. Hat mir einfach angeschrieben, hat gesagt, jo, ich habe ihn inspiriert, eine Megatin zu kaufen und was er gezogen hat, das will er mir jetzt hier schicken, einfach mal mega fett. Mega fett. Dann haben wir eine Berserker-Seele aus Dragon of Legends. Dann Daigusto Falkos aus Hidden Arsenal 6. Buntäugige Fusion. Dann hier richtig cool, Dunkler König des Abgrunds. Ich finde die Karte ist mega nice in Secret Rare. Einfach mal übertrieben fett. Ja, nichts wert, ob es auch jetzt irgendwie Sinn gemacht hätte, die in Secret Rare oder Sinn gemacht hat, die in Secret Rare zu printen, ist natürlich jetzt Ansichtssache. Aber ich finde es einfach optisch, ist es der Hingucker in Secret. Ist auch unser erstes Exemplar übrigens in Secret. Dann der niederträchtige blauäugige weiße Drache. Auch mega fett. Einen Krug der Trägheit. Hier kommen wir jetzt zur zweiten Money-Karte, nämlich ein Porkömmling Goblin aus der Legendary Collection, Deutsch und First. Wert ungefähr 10 Euro, 9 bis 10 Euro. Richtig coole Karte, ist auch richtig schön im Zustand noch. Freut mich echt, also die ist echt cool, die Karte. Ist jetzt unser zweites oder drittes Exemplar in Ultra Rare und die wird auch irgendwann mal wahrscheinlich zum Goblin-Thema kommen, wenn ich dann in einem Oldschool-Banner mal das Goblin-Thema anfange. Ich habe jetzt übrigens nochmal den Oldschool-Binder, den ich gerade am machen bin, umdesignt und ich muss sagen, er ist richtig fett geworden. Richtig fett. Er ist jetzt, glaube ich, 400-500 Euro weniger wert, aber dafür sieht er mega, mega Bombe aus. Und ich kann schon mal sagen, ich habe jetzt gestern nur mal die wertvollsten Karten zusammengerechnet aus dem Ordner und das sprengt schon jedweden Rahmen, den ich jemals gezeigt habe. Also der Ordner wird richtig, richtig heftig. Deswegen hier der kleine Tipp an alle, die dann bei der Bindervorstellung, die übrigens bald folgen wird, es sind, glaube ich, nur noch 31 Karten, die fehlen, wer bei der folgenden Bindervorstellung die Karte gewinnen will, der sollte sich eventuell nochmal durch die Kommentare der ersten Bindervorstellung lesen. Ich glaube, ich habe damals unter dem Kommentar der Person, die gewonnen hat, kommentiert, dass sie gewonnen hat. Und den Preis kann man mal als Richtwert nehmen, denn der Preis des Binders wird den dort genannten Preis übersteigen. So, dann haben wir die Spielmarken, diese Kuribro-Spielmarken. Und die Gords-Spielmarke. Haben wir auch zweimal gleich. Oh. Dann haben wir ebenfalls aus der Legendary Collection 3 die dunkle Todesfurcht mit einer leicht nach oben versetzten Schrift. Dann der schwarze Hochmagier. Richtig, richtig nice. Ich finde die Karte übermäßig Bombe. In Super Rare finde ich sie nicht so cool wie in Ultra. Ja. Wäre auch cool für die Jump gewesen. Weiß gar nicht, ob es die aus der Jump gibt, aber das ist auf jeden Fall die günstige Alternative, sollte es so sein. Dann, hier richtig cool, Shiranui Shongun Sage. Oh Gott, immer diese Namen. Sieht auf jeden Fall auch mega cool aus. Dann natürlich der schwarzglänzende Soldat, Supersoldat. Eine Karte, die ich bedauerlicherweise immer noch nicht in Ultimate habe. Ich bin einfach noch zu geizig, mir den Ulti zu besorgen. Aber was soll's. Mal schauen, ich weiß gar nicht, zu welcher Generation gehörten die. Ich glaube zu Arc 5. Oder zu Sechsel? Bin mir gar nicht sicher. Dann haben wir das Super-Soldatenschild. Dann Moja, eine Karte aus 5Ds. Richtig schön oldschool. War eine Limited Edition. Und vermutlich eine Sneak Peek
Vermute ich jetzt einfach mal, weil ich habe die noch nie in der Special Edition gesehen. Also wirklich noch nie. Und normalerweise sind die auch ultra rare, super rare, die Karten, die es da in den Special Editions gibt. Dann haben wir Silberfang, ebenfalls aus der Legendary Collection, in ultra rare, eine absolut krasse Oldschool-Karte. Da werden Erinnerungen wach. Und die in ultra rare zu haben, ist echt schön. Wirklich. Und damals bei den Legendary, bei der Legendary Collection waren die Prints jetzt nicht mehr so Bombe, aber die hier ist wirklich in einem absolut guten Zustand. Ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass die Karten aus der Legendary Collection damals leicht beschädigt wurden. Weil irgendwie die Druckqualität nicht die beste war, aber hier, der ist echt im Top-Zustand, wie aus dem Ei gepellt. Dann hier richtig cool, eine der geilsten Karten aus Duelist Saga, nämlich Kosmischer Blazar-Drache. Richtig, richtig cool. Ich hätte schwören können, dass der auch was wert war, war er aber nicht. Ich glaube, das war bloß ein Euro oder sowas. Oder auch ein paar Cent. Aber er sieht einfach optisch wahnsinnig cool aus und ist natürlich eine Anlehnung an den Quasar-Schnuppendrachen. Selbstverständlicherweise. Und sieht einfach cool aus, vor allen Dingen mit diesem Duelist Saga-Look. Es sind ja auch mehrere Karten vom Duelist Saga Pack dabei gewesen, zum Beispiel vollgepanzerter Kristallo Lanzenträger. Dann der Gerümpel-Synchronisierer. Dann Vertrag mit Don 1000. Die Karte finde ich auch optisch gesehen übertrieben fett. Ja, die sieht echt mega aus. Und wird der Sammlung echt gut tun. Das ist unser erstes Exemplar. Ich konnte mir ja kein Duelist Saga Pack leisten, leider Gottes. Dann fortgeschrittene Ritualkunst. Dann Synchroruf. Ich finde ja den, wir sehen ja so einen Resonator, ich finde die Resonatoren teilweise relativ schlecht gemacht, aber der Spiegelresonator, der sieht Bombe aus, der sieht richtig fett aus, richtig oldschool, richtig böse. Ist mein Lieblingsresonator, die anderen mag ich ehrlich gesagt nicht so unbedingt. Dann hier eine sehr schöne Zauberkarte, Weißer Schleier. Ist mal eine willkommene Abwechslung optisch, muss ich sagen. Sonst sehen die Zauberkarten ja meistens immer so gleich aus. Ah, wo wir gerade beim Thema coole Zauberkarten sind, Kosmisches Flimmern ist eine extremst geile Karte. Die ist ja wirklich unglaublich cool. Und ich bin mir sicher, dass ich die irgendwann mal irgendwo verwenden kann. Ich müsste jetzt bloß kurz... Oh, ich wüsste jetzt aber nicht, bei welcher Sternstaubdrachenkarte ich das hernehmen könnte, weil bei den Synchros werden keine Zauberkarten an der Seite hingebrettert. Nur bei normalen Monstern und Effektmonstern. Bei Xyz und bei Synchro mache ich immer Doppelseiten. Muss ich mal gucken. Dann haben wir den Brudonna. Ja, da gibt es ja auch dieses Donner-Seepferdchen oder wie das heißt. Ah, ist Geschmackssache. Ah, gibt schönere Karten definitiv. Dann der Kampfausblender. Hätte eigentlich gut in den 5D-Spinder gepasst, aber die Seltenheit, die Rarity ist dann nicht vertreten. Das ist dann wohl ein Fall für einen anderen Binder, zusammen mit dem Dual-Terminal und dem Mosaic-Rare dann. Dann haben wir Lichtflügelschild. Dann hier richtig cool, Topf der Gegensätzlichkeit. Ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Und dann kommen wir auch schon wieder zu normaleren Monstern, mit normaleren Effekten. Nämlich haben wir hier zweimal Flelf bekommen. Das ist, glaube ich, eine Karte von Yusei gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Dann aus der Collection 10 einen niederträchtigen Wahrheitsdrachen. Dann ins Grab hinabziehen aus der Legendary Collection. Ist auch eine coole Karte. Dann Watt, psychischer Kämpfer. Dann Sabathiel, der Stein der Weisen. Dann das Hidden Arsenal 6, Weilon Tetra. Dann ein Valkyrion Magnetkrieger aus der Legendary Collection. Ich weiß noch, den in Super Rare damals herzukriegen, als ich meinen ersten Ordner gemacht habe, den ich hier vorgestellt habe, wohlgemerkt. War richtig heavy, den hatte keiner. Die hatten ja alle nur einen Ultra Rare und so. Und jetzt krieg ich es hinterhergeschmissen. Zu geil. Dann die Nummer C73 Abyss Superspritzer. Nummer C106 Riesige Rote Hand. Finde ich optisch auch sehr ansprechend. Dann hier eine Karte, die ich vorher auch noch nicht hatte. Priesterlicher Drachenkönig von Atum. Wollte mal gucken, wie viel der wert ist. Habe ich aber noch nicht gemacht. Aus Galactic Overlord war der, glaube ich. Aber da es sich halt um eine Super Rare handelt, weiß nicht. Ist die was wert? Ist die nicht wert? Ich glaube eher nicht. Aber sie sieht echt cool aus. Sieht echt geil aus. Dann der Aufziehhai, einer der beliebtesten Aufziehmonster überhaupt. Also ich habe in meinem Yu-Gi-Oh! Freundeskreis ein paar Yu-Gi-Sammler, Yu-Gi-Spieler und die lieben alle diesen Aufziehhai. Zumindest die, wo dieses Deck spielen, beziehungsweise die, wo dieses Deck-Thema sammeln. Ja, ich habe tatsächlich jemanden, der sammelt leidenschaftlich gerne Aufziehmonster. Vor allem dieses Aufziehkätzchen oder wie es heißt in Ultimate Rare, suchtet der übertrieben hart. Dann haben wir den Lichtenddrachen aus dem Ra Yellow Megapack. Fusion des Edelsteinritters, eine sehr, sehr schöne Fusionskarte.
Spore. Dann Weilen Komponente. Dann der Künstlerzauber, Künstlerkumpel Pendelzauberer. Damals in Secretware verdammt viel wert. Jetzt nicht mehr. Sieht aber richtig cool aus. Freut mich, den da zu haben. Dann Dragonox, der ermächtigte Krieger. Dann DDD, Flammenkönig Genghis. Also was sie sich bei dem Artwork gedacht haben, weiß ich nicht. Sieht natürlich auf der einen Seite oldschool aus, aber auf der anderen Seite halt irgendwie... Weiß nicht. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann haben wir Majestätskatze Nekomata. Dann Nummer 1, 39 Utopia Prime. Das ist halt wieder der typische Fall von Monster zu klein, Hintergrund zu dominant. Sieht nicht gut aus. Hätten sie locker weiter vorzoomen können, das Monster. Aber naja, ist halt Konami. Dann haben wir Brillante Fusion. Sieht fast aus wie die Edelsteinfusion. Und dann hier zweimal Rettungskaninchen in Super Rare. Die dürfen vielleicht auch noch den ein oder anderen Euro gehen. Und zu guter Letzt eine Karte, die wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen Euro geht. Das ist Maxi in Super Rare. Na sowas, da sind wir unterbrochen worden. Hatte ich wohl zu wenig Speicherplatz auf der Karte. Naja, wie auch immer, die letzte Karte, Maxi in Super Rare aus der Collection 9. So, wer hat denn jetzt die Karte gewonnen? Ich werde unter den Kommentar auch nochmal einen Antwortkommentar setzen und darauf hinweisen, dass du gewonnen hast. Denn der Gewinner ist Florian Hofer und hat den Wert auf 1040,81 €. Also 1040,81 € geschätzt. Und das war sowas von knapp. Also das habe ich ja noch nie erlebt. Der Ordner hat nämlich einen Wert von 1076,91 €. Also das war wirklich knapp. Das sind nur 30 € Unterschied eigentlich. Ein paar Cent. Das ist richtig heftig. Ja, du hast die Karte gewonnen. Ich zeige sie dir auch nochmal. Ich habe sie gerade hier liegen. Das ist der Brave Eyes Pendulum Dragon und das ist jetzt deiner. Bitte melde dich doch dann einfach per YouTube oder per Facebook. Findest du alles in der Videobeschreibung, falls du nicht per YouTube-Message antworten möchtest. Schick mir deine Adresse, dann schicke ich dir das im Laufe der Woche zu. So, das war's mit der Folge Neuzugänge. Nächste Woche sollte ich bekommen die Matten. Plus ein bisschen Bonus-Stuff von Kerim, darunter auch mal wieder ein Odin in Ghost. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, haltet die Ohren steif und bleibt gesund.